Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir jetzt, was letzte Woche in der Raumfahrt so los war. Viel Spaß! Wir hatten eine weitere spannende Woche in der Raumfahrt. China zum Beispiel hat ein weiteres Raumschiff zu seiner Raumstation geschickt. Die Inspiration 4-Mission ist heil wieder zur Erde zurückgekehrt. Und wir konnten erste Blicke auf den Entwurf zu dem Umweltgutachten von Starship Starts einsehen. Dieses Video wird gesponsert von mir. Senkrechtstarter hat Merchandise. Ganz lange schon habt ihr euch mein Senkrechtstarter T-Shirt gewünscht. Ja, da ich den Aufwand in Abwicklung und Versand bisher so ein bisschen gescheut habe, hat es dann doch ein Jahr gedauert. Simon aus der Community hat uns einen Shop aufgebaut, in dem Sirwan von Marschroniken und ich unser Merch verkaufen können. Also zum Beispiel hier den coolen Hoodie. Schaut einfach mal rein und guckt, ob ihr was findet für euch. Vielen Dank, Simon, dass du das möglich gemacht hast. Hashtag TeamSpace. Im ersten Monat und zu Ehren von Inspiration 4 spenden wir für jedes verkaufte Produkt 1 Euro an das St. Jude's Kinderkrankenhaus. Kommen wir jetzt aber zu meinem Raumfahrt-Wochenrückblick. Am Sonntagmorgen, den 19. September 2021, ist Inspiration 4 zurück auf der Erde angekommen. Inspiration 4 war der erste orbitale Weltraumflug mit einer Crew, die komplett aus Amateuren bestand. Einziger zahlender Gast, der den gesamten Flug bezahlt hat, war der Milliardär Jared Isaacman. Mit ihm an Bord waren die Geologin Cyan Proctor, die Krankenpflegerin Hayley Arsenault und der Informatiker Chris Zembrowski. Der Flug mit einer SpaceX Crew Dragon Kapsel und einer Falcon 9 als Trägerrakete war komplett automatisch gesteuert. Das war schon der vierte bemannte Flug von SpaceX in den Orbit und der zweite Flug der Crew Dragon Kapsel Resilience. Mittlerweile wurden auch Kameraaufnahmen aus der Kuppel veröffentlicht. Diese in nur 6 Monaten entwickelte Kuppel ist das größte Fenster, das je in den Weltraum geflogen ist. Montiert ist diese Cupola am Docking-Adapter der Crew Dragon, der eigentlich für das Andocken an der ISS gedacht ist. Da Inspiration 4 aber deutlich höher als die ISS geflogen ist und kein Docking an der ISS vorgesehen war, wurde auf diese Funktion verzichtet. Die Cupola kann nach der Mission wieder entfernt werden und so die Dockingfähigkeit wiederhergestellt werden. Zwar ist nicht bekannt, wie viel der Flug Jared Isaacman insgesamt gekostet hat, Beobachter gehen aber davon aus, dass das deutlich mehr als 200 Millionen Dollar waren. Der mit der NASA vereinbarte Preis für Flüge soll aktuell bei etwa 55 Millionen Dollar pro Sitz und Flug liegen. Laut Eric Berger sollen bei zukünftigen touristischen Missionen von SpaceX die Kosten pro Person und Flug unter 40 Millionen Dollar liegen. Und SpaceX sei bestrebt, diese Kosten auch noch weiter zu senken. Die Nachfrage nach weiteren privaten Flügen sei aktuell sehr hoch, wie Eric Berger weiter berichtet. Neben der Resilience verfügt SpaceX noch über die Crew Dragon Kapsel Endeavour, die sich aktuell mit der Crew 2 an der internationalen Raumstation ISS befindet. Eine weitere dritte Crew Dragon Kapsel befindet sich derzeit im Bau. Mit diesen 3 Fahrzeugen dürften für SpaceX 6 bemannte Flüge pro Jahr möglich sein. Theoretisch ist eine Crew Dragon für bis zu 7 Passagiere ausgelegt, ist bisher aber nur maximal mit 4 Menschen geflogen. SpaceX hat auch angekündigt, dass sollte der Bedarf weiter so hoch sein, es denkbar ist, dass weitere Crew Dragon Kapseln für touristische Missionen gebaut werden könnten. Ich gehe schwer davon aus, dass SpaceX typisch die Kosten weiter gesenkt werden. Ein Flug mit einer Crew Dragon wird aber für uns Normalsterbliche vermutlich immer unbezahlbar bleiben. Meine Hoffnung liegt da auf dem Starship. Nicht nur, da es deutlich mehr Menschen pro Flug befördern kann, was den Preis pro Fluggast signifikant drücken dürfte, ja, sollte das Konzept der vollständigen Wiederverwendung aufgehen, bin ich mir sicher, dass du und ich uns einen Flug in den Orbit leisten können werden. Zwar wird das noch immer sehr teuer sein, aber die Größenordnung dürfte dann eher zwischen Weltraumflug oder Autokauf liegen und nicht, ob ich einen Privatjet kaufen möchte. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag ist mit einer Langmarsch 7 der zweite unbemannte Versorgungsflug zur chinesischen Raumstation Tiangong geflogen. Der Start verlief erfolgreich und mittlerweile ist der Frachter auch an der Raumstation angedockt. Zwar besteht die Station aktuell nur aus einem einzigen Modul, soll aber zeitnah durch 2 weitere Module ergänzt werden. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber nur zur Erinnerung. China hat eigene Raketen, mit denen Menschen ins All geschossen werden können, eigene Raumschiffe, eine eigene Raumstation, Raumanzüge und hat ein bemanntes Raumfahrtprogramm, das chinesische Taikonauten zum Mond bringen soll. Und nicht nur das, China strebt eine bemannte Mission zum Mars für das Jahr 2033 an. Das ist schon ganz schön ambitioniert. Und es ist ja nicht so, dass in China alles auf bemannte Raumfahrt gesetzt wird. Diese Woche hat der Mondrover Jadehase 2 einen weiteren Rekord aufgestellt. Mit mehr als 900 Tagen ist Jadehase 2 nun der Mondrover mit der längsten Betriebszeit, die jemals in der Geschichte der Menschheit auf dem Mond operiert wurde. Und der chinesische Mondrover ist ja bisher auch der einzige, der auf der Schattenseite des Mondes operiert. Offenbar erwartet man in Deutschland auch künftig mehr Raumfahrtaktivitäten, denn am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wurde damit begonnen, ein Startzentrum aufzubauen. Hier sollen die Fähigkeiten entwickelt werden, die die Echtzeitüberwachung und die Koordinierung der Raumfahrt von Start bis in den Weltraum benötigt. Erklärtes Ziel ist es, das Startzentrum so vorzubereiten, dass es nach einer Testmission von einem Betreiber weitergeführt werden kann. Ja, vermutlich ähnlich zur deutschen Flugsicherung, die zwar dem Bund gehört, aber in einer GmbH organisiert ist.
Wir Raumfahrt-Nerds fiebern ja alle einem möglichen ersten Flugversuch der größten Rakete aller Zeiten entgegen. Ja, dem Starship. Bisher sah es nicht besonders gut aus, was die Genehmigungen angeht. Typisch Elon Musk, werden Tatsachen geschaffen und dann gefragt, ob das so klar geht. Ja, solange dabei keine Rechtsverstöße passieren, bin ich mit der Praxis auch einverstanden. Schließlich trägt SpaceX ja das Risiko dann selbst. Ja, und wenn man dann etwas abreißen muss oder etwas anderes sich überlegen muss, ja, dann ist es halt so. Auf das Thema komme ich, da die FAA den ersten Bericht zum Startplatz Boca Chica veröffentlicht hat. Mit dem 152 Seiten starken Entwurf eines Umweltgutachtens hat die Federal Aviation Administration, FAA, damit die 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase eingeleitet. Es geht um die Pläne von SpaceX von Orbitalstarts von Boca Chica in Südtexas aus. Dieser lange erwartete Verfahrensschritt ist die erste von mehreren regulatorischen Hürden, die SpaceX nehmen muss, bevor es die endgültige Genehmigung für den Start der Starship-Rakete von Boca Chica aus hätte. Bisher war nicht ansatzweise klar, ob es überhaupt nur eine Chance gibt, dass SpaceX diese Genehmigung erhält. Jetzt, mit der Veröffentlichung des Entwurfs, sieht es wohl gar nicht so schlecht aus. Denn gerade die Bedenken, was die zu großen Schallbelastungen angeht, die sind wohl unbegründet. Ja, ich bin kein Experte für Recht und schon gar nicht für Amerikanisches, aber ein solcher Start wird wahrscheinlich noch Monate auf sich warten lassen. Aber Eric Berger schreibt, dass es so aussieht, als ob die Bundesbehörden in Südtexas letztendlich grünes Licht für Orbitalstarts geben werden. Es ist auch bisher nur ein Entwurf. Im abschließenden Bericht soll es eine fundierte Umweltverträglichkeitsprüfung werden, mit der bewertet werden kann, wie die potenziellen Umweltauswirkungen des Starship-Programms von SpaceX einschließlich der Start- und Wiedereintrittsprozeduren aussehen. Was spielt da rein? Naja, zum Beispiel die Bauarbeiten an der Startinfrastruktur und schon errichteter Gebäude, wie der Integrationsturm, für den es ja noch keine Genehmigung eigentlich gibt. Ja, die Schallbelastung bei Starts hatte ich schon erwähnt und dann die Bergung von möglichen Trümmern und so weiter. Ganz interessant fand ich, dass in dem Entwurf von dem Aufbau eines Gaskraftwerks mit kombinierter Gas-Dampfturbine gesprochen wird. Ja, da man mit Methan den passenden Treibstoff für so ein Kraftwerk definitiv in großen Mengen vor Ort hat, macht das bestimmt Sinn. Auch wenn ich insgesamt gehofft hätte, dass mittelfristig der Energiebedarf für die Starbase aus erneuerbaren Energien kommt. Immerhin wird auch davon gesprochen, dass SpaceX vor Ort seine Solarfreiflächenanlagen noch weiter ausbauen möchte. Ich hoffe inständig, dass SpaceX zeitnah ein gutes Konzept für die Treibstoffgewinnung vorlegt, da auch ich als ausgesprochener Raumfahrtfan gerne neben der Wiederverwendbarkeit Argumente hätte, die zeigen, dass auch die Raumfahrt ihren Teil zur Dekarbonisierung beiträgt. Die Bilder, die ich aus Boca Chica gezeigt habe, sind von WhatAboutIt. Vielen, vielen Dank, Felix, dass ich die Bilder von WhatAboutIt benutzen darf. Hashtag TeamSpace. Wenn ihr WhatAboutIt noch nicht kennt, unbedingt abonnieren den Kanal. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Montag, 27. September, morgens um 8.17 Uhr unserer Zeit, startet mit der Kuaizhou 1A eine chinesische Kleinträgerrakete auf Feststoffbasis. Das wird der erste Start einer Kuaizhou nach einem Fehlschlag im September 2020. Gestartet werden soll mit der 20 Meter langen Rakete ein kommerzieller Erdbeobachtungssatellit für eine Satellitenkonstellation. Auch jetzt am Montag, den 27.09. ist der Start einer Atlas V geplant. Mit der Landsat 9 Mission startet eine Atlas V 401. Der Start liegt mit 20.11 Uhr MEST und damit nach deutscher Zeit super für uns und so werde ich mal wieder einen Livestream machen und dabei die eingesetzte Technik erklären. Wenn ihr mal wieder Bock auf einen Raketenstart habt, schaut unbedingt vorbei, das wird mit Sicherheit wieder spaßig. Jetzt am Montag erwartet dich der zweite Teil meiner Episode über Mynaric. Wir schauen in die Labore und begleiten das Testing-Team von Mynaric und schauen uns an, wie die Laserkommunikation außerhalb des Labors funktioniert. Ganz großes Dankeschön geht wie immer an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich. Danke dafür. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.